herzlich willkommen zu einem weiteren Film von CryptoMac.de und Teleschirm.info. Hier soll es nochmal um ein kleines Feature gehen, was GPG Ihnen zur Verfügung stellt. Und zwar, wenn Sie nicht eine E-Mail verschlüsseln sollen, sondern einfach nur einen Text oder vielleicht sogar eine E-Mail in Ihrem Webbrowser-Client erstellen wollen, zum Beispiel, wenn Sie gerade keine Möglichkeit haben, Ihren E-Mail-Client zu benutzen, weil das SMTP-Protokoll in Ihrem Netzwerk deaktiviert ist, bleibt Ihnen oft nur die Möglichkeit, über Ihren Browser zu gehen. Und wie verschlüsseln Sie dort eine E-Mail? Das zeige ich Ihnen jetzt. Dazu gehen wir als erstes ins Finder-Menü, gehen auf Dienste, Diensteinstellungen und dann öffnen sich die Systemeinstellungen. Hier haben wir eine Auswahl und wir fügen nun einfach die GPG-Suite hinzu. Scrollen ein bisschen runter und dann haben wir hier OpenPGP. Nun setzen wir einen Aktivierungsselektorhaken bei Decrypt Selection, bei Encrypt Selection und Sign Selection. Das war's auch schon. Dann können wir wieder schließen. Und nun zeige ich Ihnen, wie Sie einfache Texte jederzeit verschlüsseln können. Angenommen, Sie müssen in einem Webbrowser Ihre Kontoverbindung angeben, das möchten Sie vielleicht nicht in einem Klartext tun, oder andere sensible Daten angeben, eine E-Mail versenden oder ähnliches. Aber vielleicht möchten Sie auch verschlüsselte Nachrichten direkt entschlüsseln können. Zunächst einmal, wie Sie Nachrichten verschlüsseln können. Ich habe mir einen kleinen Text aus dem Macintosh-Wörterbuch genommen, dazu einfach die Definition Macintosh eingegeben und möchte nun nicht alles, sondern nur den markierten, also den Beschreibungsteil, verschlüsseln. Das markiere ich zunächst, gehe auf Notizen, Dienste, beziehungsweise wenn Sie das in Safari oder Firefox machen, dann gehen Sie natürlich auf Safari oder Firefox, auf das Äquivalent, gehen auf Dienste und Encrypt Selection. Nun dauert es einen kleinen Moment, bis es lädt. Und schon können Sie sagen, für wen Sie verschlüsseln wollen. Ich möchte jetzt einmal für mich selbst verschlüsseln und möchte natürlich auch von meinem eigenen Schlüssel aus verschlüsseln. Dazu sage ich okay. Und schon ist wie durch ein Wunder der Text verschlüsselt. Den kann ich nun nehmen, kopieren und überall hin einfügen und kann jederzeit wieder entschlüsseln. Zum Beispiel, wenn ich mir Notizen in der Cloud mache, dann kann ich mir diese so verschlüsseln und zu Hause wieder entschlüsseln. Ich kann sie aber natürlich auch für jemand anders hinterlegen, der sie sich dort dann abholen kann. Und wie Sie entschlüsseln, ist eigentlich auch ganz einfach. Sie machen denselben Weg, wieder das Programmmenü, Dienste und nun aber Decrypt Selection, also entschlüsseln. Nun geben Sie Ihre Passphrase ein und fertig. Alles wieder entschlüsselt. Wie gesagt, das können Sie eigentlich in jedem Programm machen, wo Texte verarbeitet werden und in jedem Feld, wo Texte verarbeitet werden. Und so können Sie eben schnell und einfach diese Texte auch sicher übermitteln. Das war es auch schon zu diesem kleinen Thema. Als nächstes zeige ich Ihnen, wie Sie Dateien mit PGP verschlüsseln können. Und auch das geht erschreckend einfach.